Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft. Wie in der letzten Folge am Ende angekündigt, habe ich jetzt hier den Flug nach Orgrimmar geskippt. Den Flug, den erspare ich euch. Und wir werden jetzt das machen, wofür wir eigentlich hier sind. Wir werden uns jetzt erstmal um sämtliche Auktionsaussachen kümmern. Dann natürlich um Berufe und so weiter und so fort. Beziehungsweise, ich glaube, ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade sind. Teil der Stärke ist klar, aber wo genau? Vielleicht werde ich jetzt sofort erstmal mich um meine Berufe kümmern. Vielleicht wäre das schlauer. Ah, wir sind hier, hier, hier. Kürschnerei müsste gleich hier um die Ecke liegen. So, nein, das ist Schneiderei. Hier ist Lederverarbeitung und auch Kürschnerei. Hallo, lass mich mal rein. So, das... Kürschnerlehrer. Kann ich schon mehr? Und Donner. So, 275 brauchen wir. Wir sind auf 300. Wir haben schon Maximum. Uiuiuiui. Okay, 55. Okay, das ist ja auch bald schon. Okay, da müssen wir noch 3 Level, beziehungsweise... Ja doch, rund 3 Level. Okay, dann haben wir das schon mal hinter uns. Jetzt nochmal kurz Bergbau. Und das Gute ist, wenn wir hier zum Bergbau gehen. Ach, Schande. Wir müssen ja noch zum Erste-Hilfe-Lehrer. Boah, jetzt merke ich gerade, wie düster das hier ist. Eine Ewigkeit. Ich bin, glaube ich, noch nie. Bin ich hier überhaupt schon mal hier durchgelaufen? Ich glaube schon. Aber auch schon wieder 1000 Jahre her. Ansonsten, man hat ja immer seine High-Level-Charaktere. Mit denen fliegt man immer hier drüber. Dann kriegt man das gar nicht mehr so mit. Wie das alles aussieht und so weiter. Komische Sache. So, jedenfalls erstmal zum Bergbaulehrer. So, Kumpel. Mokra. Mokra oder Mokka? Willst du Mokka haben von mir? Kriegst aber nicht. So, erlernen. So, wir sind jetzt auf Maximum 300. Können... Das kann... was? Wie jetzt? Ach, das habe ich schon, oder wie? Ja, okay, das habe ich schon. Verzauberte Tore, okay, gut. Dann werden wir jetzt erstmal noch ein paar Barren schlagen. Wird diese Folge wieder mal natürlich nur sehr geschäftsmäßig. Passiert nicht viel. Aber 17 Thorium. Ach du Schande, ich sehe gerade 67 Mithril. Oh, es tut mir leid. Ich wusste das nicht. Ich wusste das wirklich nicht. Ach, wir haben bis maximal 300. Jetzt sehe ich gerade mal, wir haben gerade nur 225. Wie mies ist das denn bitte? Ja, okay, das muss natürlich noch geändert werden. So. So, einmal kurz schnell das ganze Gold. Habe ich denn sonst noch irgendwas zum Verhütten? Außer Mithril danach? Nein. So, wir sind jetzt Level 52. Ich muss noch mal ein bisschen eruieren. Bis Level 58 werden wir wohl, glaube ich, nicht im Ungoro-Krater bleiben. Das wären dann wirklich 6 Level. Die schaffen wir, glaube ich, nicht im Ungoro-Krater, oder? Boah, weiß ich nicht. Wäre ja schön. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir noch irgendwo ausweichen oder eventuell, ja, weiß nicht, eine Kochquest mitnehmen oder weiß der Geier was. Obwohl, nein, Quatsch. Wir haben ja so viele Erze, die wir auf dem Weg auch noch sammeln können. Und hier Raptoren, die wir killen können, beziehungsweise... Dinos zum Kürschnern. Könnte klappen. Weiß ich nicht. Könnte klappen. Weil ich würde gerne Ungoro als letztes besuchen, bevor es dann in die Scherbenwelt geht. Aber das wird knapp. So, naja. Jedenfalls gucken wir mal eben kurz. So, wir haben ja quasi alles gelehrt in der letzten Folge schon. Und haben nur in Anführungsstriche... Ja gut, so viel haben wir jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht, ne? So, wir haben das hier. So, das Gold. Das ist sowieso geschwindend gering. Und dann müssen wir gleich gucken, hier nochmal wegen Erste Hilfe. Und dann wäre es das eigentlich auch schon. Gehen wir nochmal sowieso die Daily, die Koch-Daily machen. Wenn es halt nicht zu aufwendig ist. Ist ja immer unterschiedlich, die Koch-Daily. Und dann mal schauen. Auf Pandaria freue ich mich übrigens auch schon so richtig. Das ist ja eigentlich... meine absolute Lieblingswelt und Pandaria ist eigentlich auch mitunter mein Lieblings-Add-on. Allerdings, wenn ich jetzt da das Let's Play mache und dann halt durch Pandaria reise, die ganzen Namen und so weiter, da werde ich mich noch
das ein oder andere Mal ärgern und meine Zunge verschlucken, hundertprozentig. Aber gut. So ist das eben, ne? So, Kumpel. So, bevor es weitergeht. Ach du Schande. Ach du Schande. Ach du Schande. Gut, da haben wir jetzt doch einiges zu verhökern. Da bin ich mal gespannt. Hallöchen, Kumpel. Ich erkenne einen Käufer, wenn ich einen sehe. Ja, genau. Okay, pass auf, wir machen das. Warte mal, was kann ich denn hier mäßig nehmen? Runenstoff und schwerer Magiestoffverband. Den könnte ich... weiß ich nicht. Pass mal auf, Runenstoff. Ich verkaufe das alles und gehe jetzt nur auf Runenstoff. Den kaufe ich dann gleich, oder? Warte mal. Moment, mal gucken. Runenstoff. Was gibt es denn da für... Ach ja, doch. Doch, das mache ich gleich. Okay, pass auf, das machen wir gleich. Ich verhökere jetzt alles hier. Seidenstoff suchen. Nicht Blutseidenstoff, nein. Nein. Zurück. So. Ein 20er kostet hier 30. Pff, 30. Ja, pass auf. Machen wir, weil ich keinen Bock habe. 25 und 32. Mache ich alle. Okay, gut. So, das nächste, was wir haben, ist schweres Leder. Suchen. Aha, im 10er gibt es hier einen 20er, hier 20er, 38. So, machen wir mal 20. Das stört hier ein bisschen. Gut. Was war hier? 38. Machen wir 36, ja? 32, 36. 36. Und hier 31, 33. Hauptsache, man hat es weg. Wer wollert denn da? Hallo? So, Magiestoff. Suchen. Magiestoff. Da haben wir einen 10er. Haben wir auch einen 20er Pack? Nein. Okay, pass auf. Wir machen jetzt die 20er. Das günstigste am 10er haben wir einen 5. Machen wir 10. Also 7 und 10, ja? So, 20 hier. Na, was? Entschuldigung. 20 hier. Was haben wir hier gemacht? 8 und 10, ne? So. 8 und genau 10. Ist ein bisschen... Nein, das war falsch. So. Und jetzt haben wir hier 15. Da machen wir auch nochmal einen Freundschaftspreis von 5 und 7. Oder 4 und 7. 4, 7. So, kann man nicht sagen. Greift zu. Und Goldbarren suchen. Ja, ein Goldbarren von 1,48. 14. 12 und 14. Oder 11 und 14. Ist eigentlich auch noch gut. Kannst du nicht sagen. So, Thoriumbarren, ich habe nur 17. Die möchte ich ehrlich gesagt sogar... Alter, ich warte, bis ich die 20 voll habe, sag ich mal. So, Mithril suchen. Keine Gegenstände gefunden. Ich habe kein Ziel. Pass auf. So, das muss ich jetzt leider. Ah, das ist jetzt ein bisschen doof. Jetzt muss ich selber den Preis festlegen und hoffen, dass dieser gerechtfertigt ist. Und das Blöde ist, wenn man einen Preis gibt, dann kommen die nächsten sofort und dumpen. So wie ich eigentlich immer. Gut, okay, pass auf. Wir machen Mithrilbarren nicht gefunden. Mithrilerz. Mithrilerz haben wir tatsächlich. Guck an. Ja, pass auf. Weißt du, was wir machen? So. 32. Boah, 45. Ich poker jetzt mal ziemlich hoch. So, und hier. Und hier. Mit ein bisschen Glück, weil es ja die einzigen Angebote sind im Auktionshaus, kriegen wir hier für Käufer. Und das wäre doch was, oder? So, das schwere Leder behalte ich auch. Mithril behalte ich auch, falls ich nochmal ein 20er zusammenkriege. Jetzt gucke ich mal nach
schwerem Leder. Nein, nach dickem Leder. Entschuldigung. Alter, was? 58? Euer Ernst? Ist ja ein Traum. So, einmal hier. So. Einmal kurz alles hier natürlich. Ja, irre. So, was war das hier? 58. Da machen wir 56. Ja, 53 und 56. Und 56. So. Also, wenn wir davon irgendwas loswerden könnten, alter Falter. Wir haben jetzt schon über 1000 Gold. Das lohnt sich. So, jetzt schauen wir mal eben kurz wegen dem Arkankristall. Ernsthaft? 18 Gold? Wow. Okay, dann machen wir 16, 18. 18. Auktion erstellen. Und was ist hiermit? Sternrubin. 1,99. Ja. Ja. Ach so, hier stimmt. Essenz des Untodes. Wollt ja keiner haben, oder was, ne? Suche. Hier, 7 Gold. Hast du 12 und 14. 11 oder 11 und 14. So, hast du. So, Leute, schaut euch das an. Wenn da... Was? Ach so. Ja, da kann ja jetzt echt niemand was sagen, oder? Ach, guck mal, Eisen habe ich ja auch noch. Habe ich ja gar nicht mehr gesehen hier. Eisenbarren suchen. So, ein 20er. Was ist das denn hier? Gibt es die auch irgendwie mit... Bäh. Okay, pass auf. 20er als Angebot. Oder als Gebot 25. Dann machen wir hier... Ist ein bisschen doof, ich weiß. Machen wir 23. So und 23. So und, ja, 23, also, 4 und 9. Ist halt als, ne? Restposten. Restposten muss raus. So, was hatten wir jetzt hier? Runenstoff, ne? Runenstoff. Wieso achte ich jetzt auf Groß- und Kleinschreibung? Okay, machen wir mal einfach. Wir nehmen gleich sofort die 10er. Ja, nehmen. Wir haben es ja jetzt. Können wir halt ein bisschen dekadenter sein. Ja, warte mal, guck mal hier. Bin ich denn doof? Ja, da wäre ich doof. Stimmt. Ich habe das ein bisschen falsch. So. Müsste vielleicht, beziehungsweise hoffentlich reichen. So. Dann gib mal her. Ich mache das jetzt halt ein bisschen umständlich, weil ich jetzt eine Hand nicht frei hatte. So. Dann würde ich sagen, rüber zum Erste-Hilfe-Lehrer. Lalalalalala. Ach, guck mal an hier. Was haben wir denn hier? Auf Befehl des Kriegshäuptlings. Winterquell. Nee, mache ich jetzt nicht. Nö. Lalalalala. Hüpfender Raptor. So, wir haben noch gut Zeit. Wir schauen mal eben kurz beim Koch vorbei, bei der Koch-Daily. Was es da Schönes gibt. Habe ich einen Schluck auf auch noch? Es reicht jetzt aber. Stimmt, wir hätten ja gucken können, ob wir irgendwas dabei haben für uns. Na, mal gucken. Auch Diebe bekommen Hunger. Ja, das sind wieder diese Viecher, die sich hier irgendwie verstecken. Was? Ah, hier, guck mal. Böse. Dankeschön. So. Die hatten wir letztes Mal schon mal gehabt, ne? Als das letzte Mal hier waren, meine ich. Ich meine mich zu erinnern. Hallo? Ja, wo bist du? Nicht böse sein, wenn ich euch haue, aber... gehört zur Quest. So, Dalle. So, hier sind keine Kisten. Doch, hier sind Kisten. Hallo? Okay, hier ist nichts. Gut, hätte ich jetzt auch sehen können. Hier vorne sind meistens welche.
So, hier hatte ich auch schon mal einen. Na, wo bist du? Böse. So, die geben wir gleich ab. Aber jetzt erstmal schnell zum Erste-Hilfe-Lehrer. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Lalalala, hallo. Habe ich eigentlich schon Ehrenpunkte? Sind die eigentlich accountübergreifend? Nein, ne? Ehrenpunkte nicht, ne? Abzeichen. Nee. Null Ehrenpunkte, nichts. Nichts habe ich. Was ist das denn hier? Aha, Kriegskodo. Den habe ich tatsächlich noch nicht. Den habe ich auch nicht. Den habe ich... Hä? Aha, okay. Wie kann ich euch helfen? Aber die habe ich alle, ne? Ja, die habe ich alle. Was? Den habe ich nicht? Okay, ich hätte jetzt auch keine 2000 Ehrenpunkte, aber wieso habe ich den nicht? Ich war noch mal eine Zeit lang so sehr auf Reittiere fixiert, aber egal. Dazu später halt. Ich glaube, ich mache nach dieser Folge aber auch wirklich mal eine Aufnahmepause. So, 2,75 brauchst du. Ja, gut, ne? So, dankeschön. Erlernen. Ach so, schwerer Rundstoff mit 290. Hoffentlich schaffen wir das noch. Gucken wir mal. Ich denke mal, wir schaffen das noch. Netherstoff oder Netherstoffverband. Da freue ich mich auch schon. Bleib doch hier, du Affe. Entschuldigung, aber... ich wollte nicht so unflätig werden meinem Lehrer gegenüber. Ihr seid also ein großes Tier. Ja, ja, ich bin ein großes Tier. So, alle erstellen. Ab Stufe 65 kann ich erst Großmeister werden. Aber egal. Wir werden jetzt erstmal hier unseren Beruf auf über 300 skillen. Katsching, Fachmann für Erste Hilfe, super. Und das konnte ich erlernen. Jetzt könnte man theoretisch mit Netherstoff weitermachen, ne? Also wenn es mir wirklich schlecht ginge, ich gehe mal eben kurz. Das mache ich jetzt einfach mal. Ja, lach du nur, Freundchen, lach du nur. So, ich werde jetzt runter. Ich wollte sowieso mal ins Auktionshaus. Autsch, autsch, autsch. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Gucken, was ich mit Netherstoff machen kann. Hallo, Netherstoff. Ich habe, was ihr braucht. Hallo. Netherstoff. Nein, nicht die Taschen, nicht die Taschen, nicht die Taschen. Ah ja, hier. So, guck mal hier. So, ein 20er, 30er. Sofortkauf, na klar. So, guck mal, wie billig das ist. Geht weg wie warme Semmel. Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite. So, habe ich noch irgendwie... Ne, komm, weißt du was? Dafür reicht die Zeit jetzt nicht unbedingt. Ich gebe jetzt eben schnell ab. Dumm. Dann gehe ich nochmal zum Erste-Hilfe-Lehrer. Und dann werde ich mich auch hier verabschieden und mich dann aber... Tuck, tuck. Ja, ja. Tuck, tuck. Genau. Dankeschön. Mich dann aber in der nächsten Folge wieder direkt aus dem Ungoro-Krater melden, denn ich denke mal, das ist wirklich angenehmer. Hier könnte man auch durch. Ich werde jetzt aber den normalen Weg gehen. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. So, dann mal gucken, was der Erste-Hilfe-Lehrer mir erzählt, wenn ich mit Netherstoff ankomme. Kumpel. Ich hätte den Netherstoff auch mitnehmen sollen, ne? Gib es hier irgendwo. Mäh, blöd. Ach, wie doof ich bin. Keine Kommentare, bitte. Ich mache einfach ein bisschen. So. Jetzt aber. Gehe ich halt mal vielleicht eine Minute in Überlänge, mein Gott. Ich will ja nur mal gucken. Den Rest skippe ich ja auch wieder. So, Hallöchen, mein Kumpel. Kann ich euch bitte so, für... Achso, schwere Netherstoff, okay. Ja, ja, ich verziehe mich schon. So. 30. Ich will den schweren Netherstoffverband. Früher war das ja nicht irgendwie levelabhängig. Da konnte man irgendwie schon mit, keine Ahnung, Level 10 oder was, wenn man sich natürlich halt genügend Geld zugeschoben hat, schon irgendwie mit schweren Netherstoff sich verbinden. Oder nur mit Netherstoff sich verbinden, genau. Das war dann immer richtig witzig. Da konnte man auch ein bisschen tricksen und dann schwere Gegner mal halt eben
so entgegentreten, gegen die man sonst nie eine Chance hätte haben können. Na komm, so, bleib hier. Bleibst du hier? Natürlich steige ich dich an, wie so ein Hübscher. So, guck mal. So, okay, dann machen wir das mal eben. Wir haben jetzt schweren Laserstoffverband. Das finde ich klasse. Ich halte euch den Rücken frei. Ja, ja, halt du mir meinen Rücken frei. Ich werde jetzt das hier nehmen. So, schaut euch das mal an. Im Verlauf von 8 Sekunden 2352 Schaden und hier haben wir schon 4000 Schaden. So, ja, liebe Leute, ich würde sagen, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Ich mache hier fertig, werde dann zum Unguru fliegen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Marshalls Flucht. Vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis dahin alles Liebe und alles Gute. Tschüss.